Das war eigentlich eine gute Zeit, weil ich konnte mich relativ frei, also quasi dem Bühnenbild von allen Kunstrichtungen her annähern und so. Und habe also quasi dadurch ist man relativ frei mit dem Thema Bühnenbild, Inszenierung, Theater, was ist Theater überhaupt und so weiter umgegangen. So konnte ich mir eigene Theaterräume erschaffen und dieses Prinzip, also eine eigene Wirklichkeit im Theater zu erschaffen, die mit der realen Wirklichkeit eben wenig oder nichts zu tun hat, das habe ich mir einfach beibehalten. Das ist also der Gedanke, der mich immer wieder beschäftigt, wie kann ich ein Stück interpretieren, wie kann ich einen Raum zu dem Stück bauen, indem ich also quasi den Geist des Stückes erfasse und transportiere. Ich arbeite ja mit Regisseuren zusammen und so, die ich meistens lang kenne. Und es ist manchmal sehr unterschiedlich. Manchmal starte ich, also was wie bei Neil Young jetzt in Lübeck, starte ich mit einem Stück, da ist das Stück noch gar nicht fertig geschrieben. Und manchmal ist wie Feuchtwagen hier mit Johannes Ketzler, mit dem ich ja auch schon sehr lang zusammenarbeite. Da gibt es also was im Sommer eine Idee, also was im nächsten Jahr auf dem Spielplan stehen muss und so. Und dann einigen wir uns also im Gespräch, aufgrund der Erfahrungen, die wir gerade gemacht haben, also quasi auf prinzipielles für nächstes Jahr, also quasi wollen wir eine zweite Ebene wieder, wollen wir wieder eine Naturbühne, wie machen wir das mit dem Stück, welche Stücke kommen rein? Hier habe ich ja noch die Aufgabe, also quasi eine Grundbühne für drei Stücke zu entwerfen, also quasi so, dass der Umbau funktioniert. Und dann, nach diesem Gespräch, nachdem ich weiß, um welche Stücke es geht, lese ich die Stücke durch, manchmal schneller, manchmal überfliege ich sie, manchmal lese ich sie dreimal und versuche also quasi da mir eine Welt zu erschaffen, nehme einen Bleistift, zeichne viel und schicke dann diese Entwürfe los. Aufgrund dieser Entwürfe kommen dann mit Johannes zumindest wieder Gegenreaktionen, darauf reagiere ich wieder mit neuen Zeichnungen und so weiter und so fort, bis wir eine Idee haben. Und Feuchtwangen ist halt so, dass es sehr früh abgegeben werden muss. Also das heißt, es gibt noch gar keine richtige Strichfassung, es gibt noch gar keine richtige Konzeption, also von der Regie her. Da muss hier schon im Prinzip im Dezember schon, also quasi im Bauhof, die Idee, die Entwürfe, die Zeichnungen präsentiert werden. Im Januar muss es modellfertig sein und die technischen Zeichnungen abgegeben werden, weil es ja einen langen Prozess braucht, bis hier drei Bühnenbilder nebeneinander entstehen. Naja, da gibt es mehrere fast gleichrangige Schwierigkeiten. Was am überraschendsten war für mich, war zum Beispiel beim Weißen Rössel, wo wir also quasi im Prinzip gesagt haben, wir bauen eine Naturbühne. Auf der Naturbühne spielt also quasi Pippi Langstrumpf, spielt das Weiße Rössel und Kabale und Liebe und so und mit wenig Änderungen und wir schaffen hier also quasi ein neues Idyll oder eine neue Idee. Wir bauen nicht die Bretterbühne auf, sondern wir machen einen Rasen und das habe ich mir natürlich am Anfang relativ einfach vorgestellt und dann war das aber ein ungemeiner Prozess, weil man musste den Rasen über den Winter schon im Prinzip also pflegen, damit er stabil ist. Man musste den Rollrasen in den Untergrund machen. Man musste dann also quasi der musste ja gegossen werden, das Wasser musste irgendwie abfließen, es musste in eine zweite Ebene eingebaut werden. Die Ranken hinten mussten riesen Blumentöpfe an die Wand gehangen werden und gegossen werden und so weiter. Also das war in der Vorbereitung war es also quasi für mich überraschend, also quasi, weil ich dann also quasi auch vom Gartenbau übers Gartenbauamt hier und so weiter also quasi sehr viel dazugelernt habe, erfahren habe, was man eigentlich alles machen muss, damit einfach so ein schneller Rasen auf der Bühne liegt und das die ganze Zeit. Und das war eine wichtige Erfahrung, auch wenn es dann zum Aufbau für die Technik natürlich leichter war. Sie mussten nicht aufbauen, sie mussten gießen. Na, so. Und dieses Jahr ist es so, also quasi, das sind drei sehr unterschiedliche Stücke, die auch wieder eine gewisse Baumasse haben, also quasi eine gewisse Größe vom Bühnenbild haben. Also es ist viel Auf- und Abbau, es ist viel Gewicht zu stemmen. Und dafür die drei Stücke, also quasi wirklich, also quasi eigene Welten zu finden, angepasste Welten zu finden, also Ideen zu finden,
die jedem Stück gleichberechtigt, also quasi einen tollen Raum bieten, in dem man spielen kann. Das war auch eine große Herausforderung, muss ich sagen.